Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Worldly Galaxy Resurrection. Ja, wir stehen immer noch hier bei diesem Monsterteil dann. Und hier die, ich muss ja eigentlich generell mal überarbeiten, es gefällt mir hier kaum noch. So, auf jeden Fall, wir sind noch hier beim Big Reactor dann. Oh, sehr schön neues Eisen. Gut, machen wir neue Reactor Casings. Ja, ich fange jetzt in der letzten Folge dann über die Gamescom am Sprechen. Wie gesagt, hatte ja später nochmal hier den Streamer Problem Zyrl getroffen. Mit dem bin ich auch noch einiges Zeit rumgelaufen. Wirklich super Typ. Natürlich, wie er versprochen hatte, ich hatte sein T-Shirt an. Jeder, der ein hier. Wow. Jeder, der sein Shirt anhatte, hatte ein Gratisgetränk bekommen. Ich muss sagen, der Mann hält sein Wort. Ja. Wir waren auf jeden Fall noch bei South Park The Fracture Battle. Die oder auch die spektakuläre Zerreißprobe. Ja, ich glaube, viele haben es schon mitbekommen. Weißt du, wir sitzen da nur so drin. Wer hat denn alles Bock von euch auf ein Experiment? Ich denke mir nur, okay. Ich habe nur so draußen gelesen, South Park VR. Also so wirklich Virtual Reality. Das könnte geil sein, dass du da so gefühlt neben Cartman und so weiter stehst. Machst du doch mal mit, ne? Ich hab's bereut. Ich hab's einfach nur bereut. Ich habe noch nie etwas so Fauliges gerochen. Noch nie. Das war echt nur noch widerlich. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die haben, also die Entwickler von South Park, ich glaube, das war Ubisoft, bin mir gar nicht sicher. Haben zu Halving, komm, mach mal anders. Haben zur Eventmesse halt, zu Eventzwecken, haben die etwas, ich nenne es jetzt mal, erfunden. Das nennt sich die Nozzleus Rift. Ja, was ist die Nozzleus Rift? Also, Oculus ist ja, der Name Oculus steht ja halt fürs Auge. Und Nozzleus, man kann es schon raushören, steht für die Nase. So, und jetzt dürft ihr dreimal raten, was da abgelaufen ist. Jedes Mal, wenn im Spiel gefurzt wurde, ich habe mich nicht versprochen, gefurzt. Was? Alter, 2. Auf jeden Fall. Das hat man dann über diese Nozzleus Rift, hat man das gerochen. Boah. Ich hab noch nie sowas Widerliches gerochen, das war so schlimm. Ich weiß echt nicht, wie man das beschreiben kann. Also wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sowas irgendwie so eine Mischung nennen. Das Beste, was die Müllhalden zu bieten haben. Mit einer guten Mischung von verfaulten Eiern vom Vorjahr. Ich könnte es noch widerlicher ausdrücken, aber ich glaube, es ist schon zum Standpunkt gekommen, wie es ungefähr gerochen haben muss. Ja, lassen wir das mal sein. So. Dann später sind wir mal rübergegangen zum 2K-Stand. 2K hat da so ein paar Bilder gezeigt zu Mafia 3, ist das, glaube ich. Also ich bin ehrlich, mit der Mafia-Reihe kenne ich mich kaum aus. Ist nicht so wirklich mein Spiel. Was haben die noch gezeigt? Ja, ich habe Civilization 6 gezockt. Also vielleicht wissen es ja einige, ich bin ein riesengroßer Fan von der Civilization-Reihe. Und es ist geil. Das Spiel ist echt geil. Also wirklich mal so
endlich mal eine KI, die auch gegen einen spielt, die von der lernt. Da habe ich nur gedacht, Alter, Respekt. Also für diejenigen, die mal so ein Civilization-Spiel gespielt haben, die merken ja schon selbst, das ist nicht so wirklich die. Okay. Ist nicht so wirklich die beste KI. Also so einer, naja. Ich drück's mal so aus. Genghis Khan, kennt man ja, ne? So uralter Eroberer und so weiter, ne? War's klar. Lebt auf so einer kleinen Kackinsel wie Irland. Und nein, ich habe nichts gegen Irland. Also nicht wirklich das größte Land. Was passiert? Fängt ein Krieg mit allem auf der Welt an. So. Kann man ja mal machen. Das Beste ist jetzt halt einfach nur noch. Der kriegt von allem auf die Fresse, so richtig später, du wunderst dich echt noch, wie die überlebt haben. Du hast die ganze Welt schon eingenommen. Und dann kommt da so Genghis Khan von der Seite an. Ey Junge, ich greif dich an, ich bring dich um. Du bist Schande. Und du denkst dir da, was? Komm, damit es nochmal was vorangeht. Ich möchte das eigentlich echt nicht so viel benutzen, aber naja. Wir brauchen Yellorium. Yellorium Fuel Watts. 42 kann man mal machen. So, auf jeden Fall dieser wundervolle Genghis Khan meint dann. Ja gut, fangen wir mal mit dem, der die ganze Welt eingenommen hat, mal den Krieg an. Manche würden es mutig nennen, manche würden es verrückt nennen. Okay, manche würden es auch verrückt und mutig nennen. So. Dann merkt er, dass er keine Chance hat, so noch für einen Wunden. Okay. Können wir einen Frieden verhandeln, ne? Alles kein Thema. Gib mir mal so bitte alles, was du hast. Und du denkst ja nur so, aha. Also du willst weiterhin auf die Fresse. Das ist die erste Reaktion, die du nur denkst, weißt du? Der kommt da so mit dem alten Holzschiff um die Ecke geguckt und du hast schon, keine Ahnung, so ein todes Riesenroboter. Ja, also ihr merkt schon, die KI ist da nicht so wirklich das Beste. Ist nicht so yellow from the egg. So. Civilization 6 hat jetzt ein ganz anderes Prinzip. Die KI lernt jetzt, wie du spielst. Also bist du eher so der passive Typ, der sich auf Wirtschaft fokussiert. Wow. Dann sagen sie, okay, der hat keine Armee, den können wir so ein bisschen unter Druck setzen und das klappt dann auch schon ganz gut. Weil so Reichtümer kriegst du von, sammelst du über Wirtschaft ja schon ganz gut. Okay. Alter. Ich habe so ein bisschen Angst, dass dieses Monsterteil Angriff zu aktivieren. Boah. Also, merke, wenn wir den nächsten Big Reactor anfangen, ne? Müssen wir sowas auf Autocraft haben. So. Mit? Habe ich die 2-6 rausgeholt? Okay, nächstes Spiel. Was haben wir noch gesehen? Ja gut, da war jetzt eigentlich nur noch eine. Blizzard und Sony waren geil dieses Jahr. Also, Blizzard, hier kennt man ja, bekannt durch World of Warcraft, Overwatch. Ich glaube, Heroes of the Storm auch? Nein. Ich will hier nicht mit Wayne meine arbeiten. So. Ja. Heroes of the Storm. Diablo, glaube ich. Ja, Diablo ist
Diablo. Diablo müsste es auch sein. Ja, also wirklich, Blizzard hat dieses Jahr einfach mal eine ganze Halle, eine halbe Halle für sich belegt und die andere Hälfte hatte dann wundervolles Ubisoft. Ne, nicht Ubisoft, Sony, sorry. Machen wir mal ein Reactor Casing. Habe ich jetzt. Nee. Okay, was brauchen wir für die Control Mods? Da haben wir jetzt alles zusammen. Die mache ich jetzt auch noch hier mit schnell. Boy. Warte, da waren sie doch. Also das ist gerade ein Akt. Das ist ein Akt. So. Alter Finn. Jo. Gamescom hat da dann noch draußen einiges aufstehen. Also hab ja so. Dieses Jahr war es echt das erste Mal, wo ich auch so ein paar YouTuber mal gesehen habe, aber ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock dahin zu gehen. Ich glaube, man kann sich schon so vorstellen, was bei so einem Gronkh, Debitor LP oder wie sie nicht alle heißen, so passiert ist. Wo ich mir aber wirklich nur am meisten gedacht habe, ach du Scheiße, war nur, als ich gesehen habe, hier. Erster Tag, wir sind so gerade in der Halle. Also an alle, die noch nicht auf der Gamescom waren, es gibt da immer so eine wundervolle Halle mit so Mediengestaltungsangeboten, so Jobs, Bundeswehr und sowas halt, die halt einen für sich locken wollen. Und dann ist da einfach so ein kleiner Pitzstand, YouTube Gaming, und du siehst da nur so ein auf dem Schild heute Revi Insight oder wie er heißt. Oder Revi Insight, keine Ahnung, ist mir auch egal. Du hörst dann nur über die halbe Halle, oh mein Gott, da ist Revi, und du denkst, na, wit. Also. Gut. 5,79. 4,92, 88. Also. Hier. Moment. 5,82. Hä? Was ist hier? Also, ja. Schon gepeilt, okay. Ja, finde ich super, dass 5,79 zeigt das auch richtig an. Hier fehlt ja noch was. Hier fehlt ja noch Casing. Und dann brauchen wir noch die zwei Access Ports. Okay, Reactor Access Port hier. Da brauchen wir eine Truhe und Piston. Haben wir denn Piston? Nein. Müssen wir ernsthaft noch einen Piston craften? Oh Gott, habe ich doch jetzt schon wieder vergessen, wie das geht. Kappa. Also das ist wirklich mal so ein Rezept, was man sich mal einspeichern kann hier. So, da. Ein Piston. Davon brauchen wir aber zwei. Also ein Nachtblock, okay. Truhe. Du bist keine Truhe. 1, 2, 3, 4. Gut, dann machen wir zwei Truhen.
Also ich bin ehrlich, Gamescom an einigen Ecken hat es mir dieses Jahr gefallen, an einigen Ecken musste nicht sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Monsterteil hier schlucken wird. Ja, das hast du super gemacht, Dosch. Boah, tu die Scheiße weg, Doppelblöcke weg. So. Erstmal hier die Scheiße weg. Das brauchen wir echt nicht mehr. So, jetzt kommt der lustige Teil. Oh. Alter. Ja. Ich würde sagen, hier können wir auf Senden stellen. Wo haben wir Basic Universal Cable? Alter, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Hier kommt die zweiten Frames. Ah, ich habe aber doch noch Stahl, oder? Ja, hier. Komm, was soll der Geiz, machen wir mal welche. Ey, ganz ehrlich, das hat mich jetzt erschrocken. Vor allem, der ist ja noch ganz und gar nicht gekühlt. Jetzt sollte auch hier... Ist alles reingependelt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es ist perfekt. Hier den Energy Cube. Ah, warte, ich glaube, ich weiß. Den Energy Cube würde ich ganz gerne mal hier so. Alter, wie der sich auffüllt. Wie der sich auffüllt. Oh, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Also man könnte meinen, ich wäre gerade so ein bisschen überrascht, ne? Würde ich jetzt auch nicht leugnen. Ja. Also das würde ich schon geschafft haben. Wir haben hier so ein Monster-Teil von Smeltery. Hier haben wir eine ganze Menge geschafft. Das werde ich aber wirklich alles noch einmal, wegbringen. Das gefällt mir, wie gesagt, nicht so wirklich. Ja. 18 Minuten. Können wir mal schauen. Was gibt so das Questbuch her? Ah, Botania. Stimmt, wenn das hier weg ist, dann können wir hier eine riesige Grasfläche machen. Dann können wir mit Botania hier anfangen. Machinery. Factories and Space, da wollen sie als nächstes einen Planter. Okay, okay, okay. Crops made of magic. Ja gut, hier die Electrical Steel. Das würde ich gerne mal weitermachen, aber naja. Automation Empire. Weißt du was? Ich habe noch eine Idee. Ja, jetzt kommt, ich habe noch eine Idee, ne? Haben wir hier die Nein, wir haben aber die World Interaction ab jetzt, genau. So. Kommen wir mal raus. 1, 2, 3, 4. Da geht noch ein Stack. So. Und dann holen wir noch ein Stack Speed Upgrades. Und wir machen noch mal, okay, Speed, die hier, da brauchen wir Redstone-Block. Ach du Scheiße, wie sollen wir daran nur rankommen? Das könnte sich jetzt als problematisch erweisen. Haben wir, oh, wir haben 644.000 Redstone, Scheiße. Das kann knapp werden.
Ist ja gut, ich halte schon die Fresse. Eins, zwei, drei, vier. Ja, komm, die PKs kann auch da rein. So. Gold Nuggets. Lernen wir auch mal kurz. So. Dann kommt das hier noch rein. Damit haben wir schon mal offiziell die beste Methode, um an Cobblestone zu kommen. Also den besten hier und so, ne? Die beste Cobblestone-Fabrik. Dann brauchen wir ein Quest Delivery System. Das ist. Ja, hier so viel. Stimmt, die hätte ich alle mal verloren. Vergesst, was ich sagen wollte. Quest Gewinnmark, also. Quest Delivery System, das war nochmal 4. Habe ich sogar. Dop, dop, dop. Dop. Das geht mit dem Hals natürlich nicht. Komm, nehmen wir das gute alte Oakwood. Oakwood, ne? Oak. Also das kriegen wir sogar wieder, okay. Select Task. So, schauen wir mal rein. Jo. Langsam aber stetig, ne? Gut. Dann machen wir nur das letzte. Einen World Anchor. Tschüss. Scheiße. Ich bin ein Idiot. Ja, ich habe es selbst gemerkt. Ich habe es schon gemerkt, ist ja gut. So, jetzt muss das wieder laufen. Jawohl. Ich bin ein Idiot. So, wir wollen noch einen World Anchor haben. Da brauchen wir eine Enderperle, zwei Dias, zwei Obsidian und vier Gold. Weil, dann lasse ich das jetzt mal über die Nacht laufen. Eine Enderperle. Obsidian haben wir hier irgendwo, ne? 1, 2. Dias von hier. Alter, 30.000 Dias. Und Crazy meinte noch, sie sollte nur mit Harvest Sunplanter arbeiten. Wäre schon easy. Mhm. Also. So. World Anchor. Wo habe ich sie? 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 Habe ich sie? Habe ich sie hier nicht? Ja. Item Conduits. Das wird dann noch schön gemacht. Ich weiß, ist jetzt nicht so perfekt, ne? Dann, weil wir jetzt ja einen Server haben, können wir ja auch mit dem Chunkloader arbeiten. Gut. Würde ich sagen. Schauen wir doch mal, wie das dann morgen hier aussieht. Ja gut. Hier das hier Lorium kann ich mal reinrotzen. Gut, würde ich sagen. Wow. Für das Standbild. Okay. Ich werde dann morgen nochmal aufnehmen. Werde aber dann bis morgen auch das hier, schätze ich mal, umgelegt haben. Weil ihr merkt schon, das geht gar nicht an. Das geht ganz und gar nicht an. Stellen wir das ins Last Millennium, dann brauchen wir das nicht mehr. Kann man hier schon Botania aufbauen. Und ich würde sagen, ich schaue mal ganz kurz auf Cobblestone. 4% schon. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.